Smart Home und Camping, Wohnwagen, Wohnmobil, was das miteinander zu tun hat, das werdet ihr in diesem Video sehen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Smart Home and More. Mein Name ist Tobias Lerch. Ja, und heute bin ich mal nicht in meinem Studio, hinterm Schreibtisch, wo ich mit euch ein Tutorial über Home Assistant durchgehe und euch versuche, Templates oder Automatisierung zu zeigen oder irgendwelche Integrationen. Nein, heute sitze ich hier in meinem Wohnwagen, das aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe auch, als ich eingeladen war bei Smart Home Symphony, Daniel und Jörg, habe ich erwähnt gehabt, dass eins meiner nächsten Projekte wäre, meinen Wohnwagen smart zu machen. Und auf diese Reise möchte ich euch gegebenenfalls mitnehmen. Aber ich brauche euch auch dazu. Das heißt, ich möchte eigentlich von euch wissen, ist das ein Thema, was euch interessieren könnte? Oder sagt ihr lieber, nee, komm, lass sein, macht lieber die anderen Tutorials. Wir haben kein Interesse an Wohnwagen smart machen. Ich werde euch mal kurz so die Roadmap einfach mitteilen, das, was ich so an Gedanken habe, was ich tun möchte. Ich möchte einfach eine Home-Automatisierungszentrale installieren, in unserem Fall Home Assistant, auf einem Raspberry Pi 4, keinen Fünfer, weil der Fünfer einen höheren Stromverbrauch hat. Stromverbrauch ist auch noch ein guter Hinweis. Ich werde so alles, was ich über 230 Volt anschließe, werde ich mit einer TUIA-Steckdose messen. Ich weiß, es ist keine genaue Messung, aber es gibt uns eine Indikation, was für einen Verbrauch wir unter Umständen haben. Dann brauchen die Dinger natürlich auch irgendwie Internetzugang und da sollte es vielfältige Möglichkeiten geben. Ich selber habe Starlink und möchte das Starlink dann nicht den Router dort nutzen, sondern das über einen anderen Router nutzen. Aber ich möchte auch nicht immer Starlink nutzen. Vielleicht möchte ich auch mal mein Mobiltelefon verwenden und den Hotspot nutzen und das einfach mit dem Router verbinden. Weil ich dann nicht immer wieder alle Geräte und alle Devices, die ich jetzt hier per WLAN zum Beispiel anhängend habe, nur einlernen muss. Also auf die Reise möchte ich auch mitnehmen. Da habe ich mir gedacht, nehme ich den GLI-NET Mango dafür als Router. Das ist dieses gelbe Ding hier, kostet um die 30 Euro rum, also auch recht überschaubare Preise. Ja, dann geht es darum, auch Fenster und Türen etwas smart zu machen. Wer kennt es nicht? Man ist mal unterwegs am Wandern und stellt auf einmal siebenteils fest, oh, die Dachluken sind noch auf und es kommt ein Regenschauer. Ich habe das jetzt schon einige Male gehabt und das wäre so eins meiner ersten Automatisierungen, die ich glaube ich auch mit euch machen würde. Alle Türen und Fenster smart machen, um uns einmal eine Benachrichtigung zu geben, dass diese noch geöffnet sind, aber uns auch irgendwo zu ermöglichen, dass wenn eingebrochen wird oder Einbruchsversuche stattfinden, sei es, wenn wir uns im Wohnwagen befinden, auch das gibt es, oder halt der Wohnwagen irgendwo steht und eine Internetverbindung hat, dass man dann eine Signalisierung auch bekommt. Das heißt, wir brauchen mit der Kiste hier, mit dem Router in irgendeiner Art und Weise Internet. Wir brauchen eine Verbindung, die aufgebaut wird und ich möchte jetzt da in dem Fall kein Nabucasa verwenden, weil ja, ich habe schon einen bezahlten Nabucasa-Account und einen weiteren kann man sich irgendwann auch nicht mehr leisten. Das heißt, hier möchte ich einen anderen Weg gehen. Vielleicht ist das auch nur temporär, wenn man auf Reisen ist, online. Also das sind Dinge, die ich mit euch angehen möchte. Als Protokoll, als Funkprotokoll möchte ich Zigbee verwenden. Mir war es wichtig, so viele Sensoriken zu nehmen, die batteriebetrieben sind, wie möglich. Das gleiche gilt dann auch für die Überwachung von Gasflaschen oder Wassertank, da habe ich das genauso vor. Wer kennt zum Beispiel nicht dieses Szenario, nachts es ist kalt, die Heizung läuft, es ist schön kuschelig warm, man kann gut schlafen und bei Minusgraden geht dann mitten in der Nacht die Heizung aus oder mitten in der Nacht das Wasser leer. Wenn man eine Füllstandskontrolle hat, dann erübrigen sich solche Dinge und man muss dann nicht so, wie es üblicherweise ist, immer in der Nacht raus, weil die Gasflasche logischerweise auch immer in der Nacht leer geht, um diese wieder aufzufüllen, sondern man kann das präventiv dann schon versuchen zu unterbinden, indem man frühzeitig die Flasche wechselt. Ja, das sind alles so die Punkte, die ich mit euch durchgehen möchte. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt mir das in den Kommentaren. Ihr könnt auch gerne hineinschreiben, was ihr vielleicht auch für Ideen habt. Gerade so in dem Bereich, wo es um handwerkliche Dinge geht. Meine Frau sagt da, ich soll da nicht so viel machen, da mache ich mehr kaputt, als dass ich dann irgendwo hinbekomme. Insofern habt ihr vielleicht auch Ideen, wie man so das eine oder andere auch umgehen kann, wenn man etwas smart machen möchte. Wir haben noch einen Hund, das heißt, auch dort wird eine Kameraüberwachung noch mit integriert werden. Das habe ich vorhin noch gar nicht erwähnt. Auch dort werden wir etwas tun, um einfach dort auch sicherzustellen, dass unserem Weggefährten, den wir da haben, nichts geschieht, wenn wir ihn vielleicht mal im Wohnwagen lassen müssen.
Dieses Video sollte jetzt nur dazu dienen, um euch einfach mal ein Gefühl zu geben und vor allen Dingen auch, dass ich mir ein Gefühl von euch abhole, ist das ein Weg, den wir gehen können. So, und jetzt sind wir auch am Schluss des Videos angekommen. Ich brauche eure Hilfe. Das heißt, schreibt mir ganz viele Kommentare, damit ich weiß, ist das ein Weg, ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen smart zu machen, einen Camper smart zu machen oder nicht. Bringt eure Ideen auch mit ein, was ihr gerne smart hättet in so einem Wohnwagen oder Wohnmobil, in einem Camper. Ich würde mich natürlich genauso trotzdem darüber freuen, wenn ihr, auch wenn es jetzt kein Tutorial war, wie man es von mir kennt, mir einen Daumen hoch geben würdet und den Kanal auch abonnieren würdet. Wenn wir uns denn dazu entschließen, zusammen jetzt diesen Weg zu gehen, ein smartes Wohnmobil zu machen, dann nehme ich euch so mit auf die Reise. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.